Einen wunderguten, da sind wir wieder. Mit Fallout Anomaly. Das, ne. Sowas. Gut. Das nächste, was wir jetzt versuchen werden, oder was wir jetzt machen werden, ist in die Stadtbibliothek zu kommen. In die Boston Bibliothek. Denn zum einen gibt es da ein Skillbuch, das ich haben will. Zum anderen gibt es da andere Dinge, die ich haben will. Und zum dritten müssen wir da rein für die Quest von Jake. Und ich würde das jetzt gerne weitermachen, damit wir vielleicht sogar die besseren Locator-Beacons bekommen, mit denen wir... Ich verstehe nicht, warum wir... Irgendwas... Ich laufe eine Stunde rum und huste nicht. Ich gehe 5 Meter hier irgendwie durch die Gegend und bam. Welcome to the Boston Public Library. The library is currently closed. The library is currently closed. Aha. Ja, warum ich anfange zu husten, ich weiß es immer noch nicht. Wir müssen einfach damit klarkommen. Ab und zu husten wir halt. I work here. Let me in. Please provide your 6-digit employee ID. My ID number is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Welcome, Mr. Mayor. Please enjoy your visit. Mind the mess. We are currently undergoing maintenance. Als ich diese Sprachherausforderung das erste Mal geschafft habe, habe ich mich... Ja, es war witzig. Also, ich denke, je nachdem wie lange wir brauchen, wahrscheinlich wird das hier eine Folge werden. Vor allem, wenn das Speichern jetzt wieder so lange braucht. Viele Skripts am Laufen. Ja. Die Library. Und dann die nächsten 3 Spots benutzen wir auch die Locator Beacon, damit wir da ein Stück weiterkommen. Und in der Hoffnung, dass wir, wenn wir dann da... Fuck. Weniger labern, mehr nach Fallen schauen. Wenn wir dann damit fertig sind, wollte ich sagen, hoffe ich, dass wir in der Lage sind, diese kleinen Locator-Beacons zu bauen, oder die kleineren Locator-Beacons zu bauen, mit denen wir dann sagen können, hier Siedler, nehmt unseren ganzen Scheiß mit. Ach, sind wir direkt schon am Ende hier. Mitnehmen. Book Return. Nice. ...55 Book Return Tokens. Sweet. So, Health Business. Genau das. Das brauchen wir. Medicine Skill Levels Faster. Plus 2% Limp Damage. Keine Ahnung, welches davon was. Ich brauche davon wahrscheinlich nichts mehr. Vielleicht sind wir hier doch früher fertig, als ich dachte. Naja, vielleicht sollten wir noch einmal komplett durchgehen. Immerhin sollten da noch wesentlich mehr Supermutanten sein. Und Supermutanten geben Ausrüstung.
die wir wieder scrappen können. Ihr seid freundlich? Nice. Chained von der anderen Seite? Chained on the other side. Chained from the other side. Looting 32. Oh my goodness. Bald. Bald. Ah. Ich glaube, ich sagte, es sind noch mehr Supermutanten da, ne? Den Scanner benutzen. Ach, aha, droppen. Maler isn't attacked, savaging. Ach so. Ja, okay, ich verstehe. Und schon sind wir zu schwer beladen. Was ist denn da hinten los? Vielleicht wird es doch nur das eine Ding. Ja,
Sind wir jetzt fertig? I hear something. Ach, verdammt. Ich habe gar nicht gesehen, was das war. Okay, den Rest. Wir sind gerade da. Komm. Und da ist von der anderen Seite her verriegelt. Das heißt, ich müsste... Ich müsste von hier aus da rüberkommen? Ernsthaft? Macht doch eigentlich gar keinen Sinn. Weil hier wären wir normalerweise rausgekommen durch die U-Bahn. Gib mir mal... So, Healing Ointment. Ach komm. Ich regeneriere das ja sowieso. Und wir müssen Fort Hagen machen. Das ist es wahrscheinlich. Man geht hier hin, macht alles soweit fertig. Und den haben wir komplett übersehen, den Knaben. Und dann kommt das eigentliche Ding, man muss wieder zurücklaufen. Ah. Ich war schon so lange nicht mehr hier drin. Beam me up, Scotty. Dad loved me when I was little. We found a book about alternative medical treatments, and a trading empire was born. Okay. Zeigt er mir gerade alles von Wert an? Ja, nice. Das Ding ist... Haben wir nur einen gebraucht? Report back... Nice. Achso, ich muss erst rausgehen, ja. Es ist so gut, dass wir jetzt überladen schnell reisen können.
zwar nicht nur erfolgreich, sondern erfolgreich schnell. So, und bevor wir das machen, speichern. Ja, da oben die drei Siedlungen werden langsam voll. Vor allem nachdem wir den Sanctuary-Build gestartet haben. Der Ladescreen-Simulator. Aber solange er lädt, ist alles in Ordnung. Ich darf nicht mehr da. Ich muss von Starlight muss ich hochlaufen. Starlight habe ich noch nicht ausgebaut. Dann haben wir nicht so lange Ladescreens. Muss ich mir für die Zukunft merken. Ja, ich darf wahrscheinlich. Okay, es ist noch da. Ich kann das nicht zu sehende Bild benutzen. Ja, ist wahrscheinlich einfacher, wenn wir neu starten. So, genau deswegen habe ich, ich glaube, ein oder zwei oder drei Folgen vorher gesagt, bevor wir schnell reisen, bei einem Script-Heavy-Pack immer speichern. Vor allem dann, wenn wir in die Nähe einer Siedlung schnell reisen. Ich weiß nicht, falls Leute schon mal gebaut haben, auch Vanilla gebaut haben. Das Schöne ist, bei Vanilla sieht man weiß ja nicht, bevor man es nicht ausprobiert, dass eine Fallout-Siedlung ab 20 Siedlern äußerst instabil wird. Und sobald man 30 Siedler erreicht, hat man eine 50-50-Chance, dass diese Siedlung das Spiel zum Absturz bringt. Vanilla, wohlgemerkt. Vanilla. Es gibt zig Mods, die das Ganze ein bisschen nach hinten verschieben, ein bisschen verbessern, dann hast du nur noch 30% oder sowas, aber letzten Endes, wenn ich mich richtig erinnere, ist das bei Design der Engine oder wie auch immer sie das Ding gebaut haben, ich weiß es auch nicht genau. Jedenfalls hat das schon seinen Sinn. Wir versuchen jetzt gerade noch 42 sind wir schon. 42. Auf jeden Fall werden wir wahrscheinlich sehr viele Ressourcen bekommen, wenn wir endlich den Scrapper-Perk haben. Ich warte nur darauf, denn der gibt uns die Möglichkeit auf Schrauben. Und das wird geil, weil wir für so ziemlich alles Schrauben brauchen. Ich hätte Sanctuary, glaube ich, nicht ausbauen sollen. Die Ladescreens werden echt lange.
Und wir sind schon auf einer M2. So. Okay. Der Krakel rein. Wir probieren es nochmal direkt. Nur nach Concord. Okay, jetzt haben wir zumindest hier den normalen Ladescreen. Ein Black Screen als Ladescreen ist immer gefährlich. Ja, geht doch. Geben wir den Kram gerade bei Jake ab. Und dann sind wir mal gespannt, was die nächste Quest ist. Ich wusste, dass es darum geht. Bei Jake ist immer was los. Wehe, du gehst hoch, wenn ich jetzt da bin. War klar. Kate, geh da weg. That spot you sent me to and set up a radio beacon there. Great work. Malice set off as soon as you activated the beacon. By now, she should already be stripping the place down. Huh. You know, after we're done getting what we need for the hub, no reason we couldn't keep sending Mala out. Gather other useful materials. But let's worry about that later. For now, you ready for the next locator beacon? I'm ready. Great. Here's the second beacon. Good luck. Also ist das immer dasselbe. Hast du recht. Die sind jetzt gar nicht mehr so schön nah dran, ne? Aber zumindest können wir sie uns aussuchen. So, Boston Police Department, das könnte. Okay, da müssen wir gucken. Da könnten wir vielleicht hinkommen. Das dürfte in der Nähe von Crossroads. Ach, das ist diese Supermutantenanlage. Das ist dieses Satellite Array. Ja, das müsste das Satellite Array sein. Ja, doch, da. Ja, wobei. Viel offene Fläche. Müssen wir gucken. Ich mache auf jeden Fall wieder das Inventar leer und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Entweder wahrscheinlich dann damit, beziehungsweise wir gehen dann zuerst mal Crossroads und machen da das Zeug frei. Vielleicht machen wir auch zuerst den Mechanist. Das Intro zu Mechanist Slayer. Und dann, bis dahin, wie immer, like, kommentiert, füttert den Algorithmus und hilft mir gar fürchterlich. Bis zum nächsten Mal, bleibt gesund. Tschaußen!